Alrighty, sehr liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Und wir sind auf W48, denn W48 ist ungefähr 11 Tage alt. Und 11 Tage war immer so ein geiles Spektrum für eine kurze Analyse des Ganzen. Und ich rufe mir nebenbei jetzt gerade nochmal... mal W46 auf. Da habe ich das nämlich auch gemacht. Das läuft gerade im Hintergrund. Übrigens, ich habe Dorsas Video natürlich gesehen mit dem Dämonenjäger, wo er aufhört auf S41. Natürlich schade ist, weil er natürlich trotzdem auch ein guter Start für die Gilde, also ein guter Zusatz für die Gilde war, ja. Das muss man auch so sagen. Und ich werde dazu, glaube ich, weil er mich ja da erwähnt hat, auch nochmal was sagen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es im ASMR mache, da hätte ich Zeit, oder ob ich warte, bis ich ein bisschen länger Zeit habe, um normal zu reden. Aber das Thema rennt ja nicht weg, anders als Schalke 04 Spieler zuletzt. Also deshalb, ich habe es auf jeden Fall gesehen, und vielleicht gibt es da auch nochmal eine Antwort von mir an dieser Stelle. So, jetzt habe ich W46 quasi offen, die Ehrenhalle. Da gucken wir uns jetzt auch mal W48 an, also 11 Tage sind im Prinzip jetzt noch nicht ganz rum, es ist ein bisschen Ehren, aber ja, wir werden grob einen guten Überblick kriegen. Und ich zeige euch erstmal jetzt gerade die Ehrenhalle, wie sie auf W46 aussah. Da hatten wir Bud Spencer auf 264. Grob hatten wir einen Top 30 auf jeden Fall. Alle Spieler, die, ja, zwei sind nicht über 100, über 200, einer ist über 200 direkt. Aber da gab es auch ein paar andere Spieler, die über 200 waren. Ja, und Bud Spencer war das eben als Berserker, und dann waren so 240 paar Spieler dabei, 243, und dann ging es so viele um die 215 bis 220, also ein Großteil der Top 30 war so in dem Schnitt des Levels. Und hier auf W48 sieht es so aus: Snapdos 247 mit Bersifil zusammen, 241 der Bromax, dann die Kampfmagier sehr stark unterwegs auf dem Server, und wir sehen trotzdem im Schnitt jetzt schon, alleine in Top 30 ist das Level auf W48 geringer als auf W46, und das war ein bisschen zu erwarten, zumindest in den Top-Reihen. Ich habe jetzt kein Durchschnittslevel von allen Spielern, aber es war ein bisschen zu erwarten, weil ja klar war, dass W50 kommt, und ist ja immer noch klar, und das führt eben dazu, dass hier zum jetzigen Zeitpunkt im Schnitt ein Ticken weniger passiert ist. Trotzdem sind die Spieler sehr stark unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Kampfmagier hier versuchen, langfristig in der Ehrenhalle auf dem Server auf Rang 1 zu sein. Es ist auf jeden Fall möglich, und ja, ich möchte trotzdem erstmal schauen, wo der höchste Dämonenjäger liegt. Also wir haben die Kampfmagier gesehen, wir haben Berserker gesehen, wir haben Druiden gesehen. Wir haben hier die Kundschafter auf 220, ist der eine dabei. Ein Assassin ist in den Top 30 dabei. Fonjek Official aus Asgard. Ist sehr interessant. Dann gibt es aber auch lange Zeit nichts. Krieger sind auf dem Server gerade so in den Top 30. Die haben es auch ein bisschen schwerer. Auch nicht mehr so beliebt, die Klasse, mit seit dem Druiden, ne? Auf jeden Fall. Magier habe ich überlesen. Tajax und... Ja, aber Magier waren ja eh immer recht gut unterwegs auf dem Server, und die meisten sind immer noch in Asgard. Das war auch schon beim letzten Mal der Fall. Okay, und ansonsten, ja, genau, Dämonenjäger. Ich will ihn sehen. Estin. Es war damals auch Estin. 129. Also das ist, also um jetzt 129 zu sein als Dämonenjäger, glaube ich, muss man gar nicht so viel Geld ausgegeben haben. Nicht ganz so viel Geld, ja. Also ein bisschen schon, aber die Frage ist, ob er die Mordmaschine schon gelegt hat oder nicht. Könnte sein, dass er sie gelegt hat. Wenn nicht, dann kann er auf jeden Fall noch ein paar Dungeons, also ein paar Level steigen. Aber wenn er sie schon gelegt hat, dann ist hart. Also dann sieht es wirklich sehr, sehr dunkel aus. Aber ich möchte natürlich auf die Players to Watch zurückkommen. Und zack. Ja, deshalb mal wieder hier umgesetzt das Ganze in die Freunde. Und auch dort habe ich mir ein kleines Video nochmal rausgesucht, bloß für mich. Schaue ich mir mal hier gerade so ein bisschen an, wie es so die Entwicklung aussieht bei den Spielern.
Und da ist ein bisschen was passiert, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Fangen wir mal an. Also, Santivitus, der hat ja seine Challenge jetzt quasi, glaube ich, soweit erklärt. Santivitus macht immer sehr, sehr lange Videos. Das ist ein bisschen problematisch für mich. Ich kann mir das nicht ganz anhören. Also, ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Aber ich habe gehört, dass er den Server langfristig spielen will, soweit ich das weiß. Das würde ich ihm auch empfehlen, weil er wirklich schon einen großen Step getan hat. Ich denke auch, dass die Kampfmagier, die jetzt sehr weit oben sind, halt nur auch schnell noch Level machen können, wenn sie halt weiterhin viel investieren. Und die Chance ist natürlich da, dass durch dann nach ein paar Monaten, dass man dann vielleicht schon ein bisschen was aufgeholt hat. Je nachdem natürlich, was man auch selber ausgeben will. Aber langfristig macht es auf jeden Fall Sinn, wenn er es machen will. Er ist auch von der Stufe her mit Kanna zusammen. Die sind ja auch in Wolfsrudel. Das ist ein Druide. Die beiden waren zuletzt Wolfsrudel und Kanna. Ja, da war Kanna ein bisschen dahinter, aber immerhin ist er ja auch ein Druide, hat es ein bisschen einfacher im Leveln. Also die beiden haben da einen guten Fight vorne dran von den Skills her. Ja, ist Kanna wohl minimal im Vorteil, aber es ist echt knapp. Dafür hat Tivitus auf jeden Fall das bessere SA. Sehr interessant. Abheben konnte sich der Rossi von diesen Spielern. Der Rossi war aber auch beim letzten Mal schon recht gut dabei vom Level und er ist natürlich als Berserker einfach auch im Vorteil. Nee, Quatsch, ist ja gar nicht Berserker, ist ja Magier. Krass, ein Magier. Ne? Ist nicht schlecht. Da würde ich gerne mal wissen, eigentlich tatsächlich, so wenn er jetzt zur Stufe 200 ist. Weiß nicht, ob er das Video sieht. Er kann es mir gerne privat schreiben. Kannst natürlich auch in die Kommentare machen, wie viele Pilze er investiert hat bisher. Das finde ich ganz persönlich eigentlich interessant. Mal schauen. Dann haben wir noch Arvox aus dem Wolfsrudel, der ja einer der Krieger war, die gut dabei waren, definitiv. Ist er noch immer. Ist natürlich nicht mehr der levelhöchste Krieger, aber spielt solide Levelfortschritt. Hat jetzt auch 70 Level gemacht. Also ich denke, dass er auch langfristig hier anstrebt. Und das können natürlich Spieler sein. Ne? Wir müssen jetzt mal gucken. Er ist jetzt auf Ehrenhalle Stufe 65, ja. Kanna ist auf 64, ja. Tiffy auf 44, ja. Darossi eben auf 21. Wenn die alle jetzt weiter aktiv spielen, könnte es sein, dass die später in der Ehrenhalle noch weiter oben stehen. So, ja, also das ist, denke ich mal, möglich. So, dann kommen wir mal zu Dicht. Dicht habe ich neu aufgenommen gehabt zum letzten Mal. Spielt ein Assassine auf 54. Das sieht nach einem groben Free-to-Play-Spieler mit dem Starterprojekt aus. Schauen wir uns natürlich auch mal an, wie sich das noch entwickelt bei ihm. Dann kommen wir mal als nächstes zu Grimminess. Grimminess hat ordentlich Level gemacht zum letzten Mal. Ist natürlich Berserker. Huch. Hat es da auch ein bisschen einfacher. Trotzdem ordentlicher Fortschritt. Ist auch im SA gut vorangeschritten. Das sieht ganz gut aus. Ausgeglichen, das gilt. Kann man so machen. Natürlich ist hier auch immer die Frage, wann kriegt man mal einen guten Stein und so. Aber das ist jetzt der Vorteil beim Berserker. Der kann halt einfach durch den Free Try auch mal einen Dungeon dann legen, der vorher noch so unglaublich schlecht aussah. Und dann kann man auch mal gut Level machen. Das ist halt, deshalb ist der Berserker auch sehr interessanter Charakter an dieser Stelle. Ocean. Kommen wir mal zu Ocean. Ocean hat die Gilde auf jeden Fall gewechselt als Krieger. Free-to-play weitestgehend unterwegs, was ich weiß, hat auch einen ordentlichen Levelfortschritt. Ja, ich finde es auch immer ganz gut, dass die Free-to-play-Spieler trotzdem versuchen, vom SA immer knapp am Level dran zu bleiben. Das ist, sag ich mal, bis Stufe 70 ein gutes Ziel, sagen wir es mal so. Ja, dann kommen wir mal zum Spieleboy. Der Spieleboy hat drei Level gemacht. Ist, glaube ich, von den Spielern jetzt aktuell derjenige mit den niedrigsten Levels. Ist ganz entspannt dabei, der Kollege, ja. Aber ist immer noch aktiv. Also, das ist Aktivität, darf man gar nicht schmälern. Aktivität ist immer wichtig. Und deshalb kann er auch ruhig so weiterspielen. So, Stormhide sehe ich hier noch. Stormhide aus der Keck-Crew hat 5 Level gemacht zum letzten Mal. Als Kampfmagier auch relativ Free-to-Play-Spieler, sicherlich. Da. Boah, der hat aber keine schlechte Waffe, ne, eigentlich. Das ist ganz geil. Hat sich bestimmt gefreut, als er sie gekriegt hat. Er könnte beim SA vielleicht noch versuchen, ein bisschen aufzuholen, je nachdem, wie viel Zeit er hat. Und haben wir einen vergessen? Ich habe eigentlich alle gesehen. Da kommen wir noch zu Universe. Und Universe hat immerhin 17 Level gemacht, auch als Kampfmagier. Ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ne? Im direkten Kampf würde er gewinnen. Aber hier ist es halt auch interessant, wenn die Spiele aktiv bleiben. Universe ist jetzt Rang 1321.
ja, wenn die Spieler aktiv bleiben, ja, schaut man nach einem Jahr, welchen Rang die vielleicht dann geschafft haben. Also das ist so eine Sache, das probiere ich auf jeden Fall auf diesem Server dann in einem Jahr mir mal anzugucken. Wir werden sicherlich nach einem Monat nochmal reingucken, aber ansonsten ja, wird es jetzt nicht so häufig um den Server hier gehen. Die Sache ist natürlich, ich bin immer noch bei Shakes and Twitchit dabei und da ja, gibt es auch nochmal ein ja, Feedback vielleicht zu der ganzen Geschichte. Ist ja auch so ein Test für Shakes and Twitchit selber über die Plattform. Ne? Die haben die Community Guild ja gegründet. Die ist auf jeden Fall prinzipiell erstmal noch aktiv und ja, Livestream Guild. Ne? Also ein kleines Projekt vor W50, denke ich mal, bei denen. Aber das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall rein. Macht ihr Tschüss und Servus, euer Basti. Und macht's gut, ihr Players to Watch.